Hallo, ja Leute, willkommen zurück zu einem Video vom Server. Ich möchte einfach ein bisschen noch Videos machen vom Server. Ich habe jetzt auf 8 Slots erhöht und ja, mehr mache ich dann wieder, wenn es lohnt. Jetzt lohnen sich natürlich mehr Slots nicht, aber ja, je mehr süchtig wir werden, desto mehr lohnt sich es natürlich. Und ich bin auch gespannt, wenn mal ein neuer kommt. Einfach eine kurze Beschreibung per E-Mail senden. Jo, ich bin wieder zurück. Ich habe recht das riesen Mesa-Gebiet erkundet. Ja, da ich jetzt nicht mehr so viel livestreame, weil ich einfach meine sportlichen Päuschen brauche und ich nicht mehr livestreamen kann am Abend. Ja, tue ich jetzt das als Videoform machen, einfach nur eine halbe Stunde, aber dafür eben interessante halbe Stunde. Ja, scheinbar hat Alex etwas gemacht. Okay, ein Herzchen. Wie süß. Scheinbar wirklich Baumknutsch. Und was steht hier? Friedenstafel. Frieden mit Sparta. Ey. Ich soll es wieder ausmachen, Gamemod, sonst tue ich wieder cheaten. Ja. Okay. Wir haben alles noch voll, wir müssen unbedingt alles noch ablegen. Gut. Also jetzt tue ich zuerst mal kurz etwas sagen. Frieden für Sparta. Gut, also, haben wir noch irgendwas Neues hier? Neue Tiere. Ich denke, er hat alle geschlachtet und alle wieder aufgebaut. Also den Ding haben wir im Livestream gesehen, den Turm. Hier ist noch nichts mehr. Ich habe ja ihm Blumen geschenkt. Ah, das ist neu, ja. Das habe ich das letzte Mal nicht gesehen. Möhren. Weizen. Das heißt Karotten. Ich mag Möhren nicht. Ich mag nur Karotten. Okay, die Tiere können nichts essen. Nur so. Also gehen wir noch kurz hier nach oben. Gut. Allergie. Ich glaube, ich bin auf Stroh, deswegen was allergisch. Wenn die Kätzchen immer im Stroh liegen, von den Kaninchen. Ja. Muss ich halt da drüben hingehen. Aha, neuer Baum. Selber gemachter Baum. Schön. Okay, was ist denn das da oben jetzt? Komisches Zeug. Also, wir müssen kurz die Sachen ablegen. Was müssen wir hier ablegen? Nein, eben nicht das, aber das. Oh, 17, bravo. So viel Eis, Gold. Wahnsinn. Ja, ja. Ist wieder mal typisch, hä? Haben wir hier noch Holz? Nehmen wir das raus. Und das Fichtenholz. Mal gucken. Machen wir mal eine Kiste. Ja, machen wir das dahin. Und alles, was wir nicht brauchen, rein. Hä? So, alles rein, dass wir da das Blöcke haben. Und dann hier rein. Den brauche ich.
So. Ein Schild. Eichenholzbau. Ja, nehmen wir mit. So. Ja, dann nehmen wir die noch rein. Stock. Ja, gut. Nehmen wir die Diamantspur. Nehmen wir mit. Aber die Schwarzeichenzäune nicht. Okay, prima. Ja, ich möchte wieder in diese Richtung gehen, aber jetzt ein bisschen weiter weg. Es ist mir einfach wichtig, dass wir alles erkunden. Aha. Jetzt müssen wir noch hochgehen, aber wir gehen lieber hier runter und dann hoch. Wir können ja das Boot nehmen. So. Also schauen wir mal. Hä? Kommt einfach nicht durch. Hey, hey, hey. Aber hier kommt man doch durch. Mach doch mal einen Weg, bitte. Das ist ja Wahnsinn. Da kommt mir einfach nicht durch. Ich hätte oben durch sollen. Das ist so eine Riesenabkürzung. Ihr könnt ja einen Weg bis zu meinem Haus bauen. Aber so, dass ich halt auch noch mein Haus richtig eingangisieren kann. Dass ich den Weg einfach zum Haus noch machen kann. So. Ja, da haben wir auch keinen Eingang. Wir haben überall keine Eingänge. Das ist einfach mal so richtig abgesperrt. Überall ist es abgesperrt. Aber wieso ist denn das dort? Was macht ihr mit diesem Dreckzeug? Da kann man rein. Aha, ein Schlafzimmer. Mhm. Da ist immer noch nichts. Da war doch ein Eingang. Okay. Dann haben wir also alle drei Frieden. Für was ist das? Da oben ist irgendwas. Ein Schild. Ein Luftstift. Und habt ihr keinen Bock? Habt ihr keinen Bock auf das Luftschiff? Ne, die haben einfach keine Zeit scheinbar. Okay. Dann gehen wir wieder runter. Und wir gehen Richtung Südosten. Also Südwesten. Nordwesten. Nordwesten. Ah, das ist alles ein bisschen verkehrt. Also das ist Norden. Muss ich mir merken irgendwie. Na gut. Ich meine immer das ist Norden, aber das ist Süden. Hä? Weil man fängt ja irgendwie in eine Richtung zuerst mal denken, oder? Und meistens ist das Westen oder Osten. Und ich habe einfach in den Osten gedacht. Also müsste es eigentlich schon hier sein Norden. Wir sind ja im Osten. Aber, ja, dann habe ich irgendwie interpretiert, dass ich Richtung Norden gehe, dabei bin ich in Richtung Süden gegangen. Also, gehen wir mal kurz an den Spawn, am Spawn vorbei. Ja, ja. Und keine Tiere mehr drin. Ja, hier haben wir 4 Easter Eggs. Und hier noch etwas Easter Kisten Screenshot mit guter Sicht. Und an E-Mail tragbar sind. Gute Finder bekommen eine extra Belohnung. Emmet werde ich das dann auch in der Bucket-Welt dann präsentieren, wenn wir auf Bucket sind. Es gibt irgendwie Craft Bucket oder mit S irgendwas.
Und das ist gut, das ist relativ schnell. Spingot oder Spigot, glaube ich, heißt es. Spigot. Und das ist richtig toll. Nein. Okay, haben wir auch noch Wüste. Ja, kann sein, hä? Ich bin nicht so weit in den Westen. Lol, das Schiff ist erst angekommen. Gut. Was haben wir denn hier? Eine Höhle. Eine Windshöhle. Eine nicht ganz große Höhle. Ja, in der Wüste waren wir, glaube ich, schon also in diesem Fleck. Wir müssen jetzt einfach ein bisschen weitergehen, damit wir irgendwo... Ja, nicht schon wieder ein Meer. So blöd, ey. Komisch. Ein Wassertempel. Cool, ein Wassertempel. Frag mich, ob ich ein bisschen frech sein soll. Weil das ja näher von dem Spawn ist. Eventuell will ja jemand ein bisschen etwas unter Wasser bauen. Und sein Wassertempel wäre auch richtig schön zum irgendwie einfach bauen. Deshalb tue ich hier mal ein bisschen Holz hin. So. Dann kann vielleicht jemand drin wohnen. Oder sonst irgendwas. So. Schade, aber... Ja, der ist so nah, den möchte ich einfach schützen. Der ist unter Serverschutz, Naturschutz. Gut, wir müssen da... Da sind wir, glaube ich, gewesen, als wir nicht gerade zurück wussten, oder? Kann schon sein. Oh, da haben wir Rosen. Unsere Blumen. Spartanische Röschen. Ui. Spartanische Röschen. Ui, drei. Sieben schon. Ist es normal, dass so viele sind? Ich habe nur irgendwie 6 oder 5 abgebaut. Und jetzt plötzlich 8. Keine Ahnung. Jetzt gehen wir mal ein bisschen wieder in diese Richtung. Hä? Jetzt haben wir hier unten ein Loch. Ein schönes Loch. Hier haben wir wieder Wüste. Wo ist das Strand? Das ist Strand. Ja. Bitch. Bitch, please. Strand, bitte. Strand, bitte. Jemand, der in den Urlaub fährt, hat hier Strand, bitte. Wir könnten, wenn wir Spigot oder Craft Bucket dann haben, eine Welt machen, wo wir im Kreativ dann etwas bauen, so wie hier. Dann kann jeder etwas bauen und auch etwas vorschlagen, also vorausdenken und es dann einfach in dieser Welt nachbauen oder so. Wäre schon nett. Mache ich auch immer gerne, aber
Ich habe nie die Zeit dafür, aber wer da Zeit dafür hat, einfach so ein bisschen vorauszudenken und so weiter und nicht so viel vorhat, ja, dem wird es wahrscheinlich gefallen. Aber eben, zuerst die Snapshots hinter uns bringen. Ich schaue, wenn ich etwas upgraden kann, dann tue ich es ankündigen und upgraden. Also da müsst ihr unbedingt einfach auf den Kanal schauen. Nicht, dass ihr dann plötzlich euch einloggt und merkt, oh, underdated oder wie es heißt. Und ja, das ist einfach. Ich werde jetzt nicht einen Patch nächsten, wo gar nichts Neues ist, werde ich nicht nehmen. Ich werde erst wieder einen Snapshot nehmen, der ein Content hat. Oder sonst 1.11, wenn es 1.11 rauskommt. Also schaut am besten zum Beispiel auf minecraft.de nach. Ist eine Form, wo alles auch Ticker, also Twitter-Ding hat. Ticker. Dann könnt ihr alles gut nachschauen, auch wenn Minecraft.de ein bisschen, naja, tot ist schon fast. Ja, ich möchte gerne wieder das Ding finden. Okay, als fliegende Blöcke unter Wasser. Also im Wasser stehende, schwimmende Blöcke. Und hier haben wir eine Wüste. Schön. Gehen wir mal auf diese Wüste hoch. So. Ja, sorry, dass ich vielleicht nicht so viel rede momentan. Ja, ich habe Schmerzen. Ich habe Gesäßmuskulaturschmerzen, weil ich sehr viel dehne und da auch sehr viel. Das sind so Saul, also so Brandwasser und alles was da zwischen die Gewebsmuskulatur, den Bandscheiben, also den Bändern. Bandscheibe ist ja nur im Rücken. Ist. Und ich habe auch immer an der Bandscheibe die Probleme am Rücken. Tja, das ist einfach momentan nicht so gut. Deshalb bin ich, ja, ich höre mich vielleicht auch ein bisschen seltsam an, weil ich ja allergisches Asthma habe und der Hals zu habe, manchmal mit Schleim gefüllt. Und der Schleim ist übrigens nicht grässlich oder so. Der ist nur aus ja, Flüssigkeit sozusagen und schützt die Gewebe von Viren sozusagen. Darum ist ja das Asthma. Das hört sich nur so komisch an. Wie das von Minecraft, das sieht so schrecklich aus. So grün. Wie groß ist die Wüste? Vielleicht finden wir wieder etwas. Ich will es jetzt ein bisschen erkunden. Hä? Schade, nichts. Hä? Ja, die Hasen sind viel zu viel hier in der Wüste. Das sieht manchmal aus. Alles kleine Häschen, Babys und nirgends eine Mutter. Schade, dass die Wüste nur so eine halbe Insel ist. Aber da ist jetzt eine Mutter. Nein! Bist du gestorben? Nein, da bist du. Ja, ist doch ein bisschen blöde Wüste, hä? Gehen wir mal lieber schwimmen wieder. Kommen wir schneller vorwärts. Fast schon cheaten. Ja.
Was? Sagt schon ein Haus, aber das ist nur so eine Reihe Sand. Vielleicht hier. Irgendwo ein Dorf, bitte. Na, oh, schade. Ja, in einer Wüste hört das Wasser auf, plötzlich. Nein, ist gestorben. Nein, wir sterben auch. Nein. Unsere Rüstung geht kaputt. Mein Helm. Nein. Oh. Oha. Reingehen, unbedingt. Sofort reingehen. Los, 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 los. Wo sind denn die anderen? Die kommen nie. Wie, dass die anderen auch online kommen? Scheinbar haben sie noch nicht so mitbekommen, dass das jetzt 10 Slots, 8 Slots sind. Oh. Fäden. Sand, ein Sattel. Okay, Loot. Sättel. Ein Buch mit Effizienz 2. Sehr schön. Jetzt nehmen wir am besten die noch mit. Damit die einfach die haben. Prima. Außen kommen zu den Folgen auch die Kreativ-Mode-Folgen, bis ich den Spawn fertig habe. Und dann weiß nicht, was ich noch anders machen soll. Das ist so schwer. So, prima. Das ist oranger Sandstein. Gut. Dann müssen wir in diese Richtung gehen. Stimmt das? Da haben wir wieder eine Ebene. Ja, schade, dass wir da nichts anderes haben. Ja, da ist jemand hochgegangen. Nein, das ist einfach runtergestürzt. Passt. Eine Schlucht. Okay, da haben wir nicht viel. Ne? Gehen wir weiter. Hm? Hier haben wir noch mehr Wüste. Vielleicht haben wir da irgendwas. Hä? Ja, hier nicht. Vielleicht da drüben. Schade, dass wir hier nur eine blanke Wüste haben mit einem Tempel. Ist ein bisschen schade. Aber ein Wüstenvolk muss natürlich auch gemacht werden. Sollte jemand machen. Oh, da ist sogar das Ding, Biom. Mesa-Biom. Okay. Ich glaube, die Wüste habe ich sogar ein bisschen gesehen. Kann das sein, dass ich das manchmal ein bisschen gesehen habe auf der Seite? Weil ich bin schon ein bisschen westlich davon ein bisschen zurückgegangen, aber... Ja, das war gestern. Ich konnte einfach nicht mehr livestreamen. Das war einfach... Ich war zu müde. Und deshalb, ja, habe ich mir eben dann auch überlegt, dass ich jetzt ein bisschen weniger livestreamen werde.
damit ich mich nicht so extrem müde mache. Immer täglich. Einfach für den Schutz meines Körpers. Ja, also. Mesa. Irgendwo gibt es das Mesa-Biom F. Mesa-Ebenen. Also so Plateaus. Ich glaube Mesa-Plateau F heißt es. Jetzt müssen wir dorthin schaffen. Aber ich finde diese Wüsten extremst genial jetzt. Sind schon früher ein bisschen besser so gewesen, aber nicht so toll. Außer ist gerade dieses Biom so wunderschön. Kann auch sein. Ja. Aber wunderschön, also hier etwas zu bauen. Ich werde eventuell das Singleplayer-Let's Play dann so machen, ne? Und diese Folgen hier auf dem Server werde ich nicht Let's Play nennen, die werde ich einfach Server-Gameplay nennen. Und ja. Oder ist es ein anderes? Kann das sein, dass es ein anderes Mesa-Biom ist? Das könnte wirklich so sein. Wenn wir ein Pferd nehmen, kommen wir dann zurück. Ist denn irgendwo ein Land? Eine Landzunge oder so, die er dann hinführt? Ich möchte gerne ein schwarzes Pferd haben. Aber wo gibt es schwarze Pferde? Vielleicht hier unten. Ich will einfach das Mesa-Biom F. Ich will euch noch die Minen, die ich entdeckt habe, zeigen. Das könnte Mesa-Plateau F sein. Da ist zum Beispiel eine Mine. Seht ihr es? Rechts. Da. Und hier sind sowieso Spinnnetze. Ja, so kann ich das euch auch noch kurz zeigen. Ja, ich will noch ein bisschen mehr erkunden. Ja, noch ein paar machen. Ja. Ja. Nein, ich werde lieber warten. Ja, das sind die Stollen. Und das ist Mesa-Biom Plateau F, ja. Gut. Da ist ein schwarzes Pferd. Dann werden wir das züchten und dann ist leider Part zu Ende. Wir haben alles nicht. Wir machen so ein geschecktes. Sein. Oder das. Das sieht doch mega genial aus. Ich mag Punkte nicht so auf Pferden. Auf Rehen mag ich's. Also. 12 haben wir hier. Dann haben wir noch so eins. Ah, das hat schon weniger. Okay, wie schnell ist denn das? Kann es sein, dass es so schnell ist? Hey! Okay, gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum zweiten Mal. Tschüss!